Hallöchen, ihr Lieben! Herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalendertürchen. Heute backen wir zusammen Vanillekipferl. Njom, 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 njom. Na, Husarenkrapfen? Die zweitbesten Kräppchen, Plätzchen. Da ja jeder weiß, dass der Michael Buchinger der totale Backexperte ist, habe ich ihn mir mit an Bord geholt und wir backen heute zusammen. Oder vielmehr, ich backe und der Michael gibt mir Tipps. So, dann schalten wir mal zum Michael rüber und gucken, ob er für uns ein gutes Rezeptchen hat. Hallo, lieber Michael! Ich habe dich nicht gesehen. Willkommen in meiner weihnachtlichen Wohnung. Wie man vielleicht merkt, bin ich schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Und deswegen werde ich dir jetzt ein weihnachtliches Rezept vorlesen. Ein Rezept für Vanillekipferl. Dafür benötigst du 150 Gramm weiche Butter. Ist weich genug. Ich mache übrigens dreifache Menge, also nicht verwirren lassen. 50 Gramm Puderzucker. Puderzucker. Einmal zum Wälzen danach und einmal für den Teig. Ist in Puderzucker eigentlich Puder drin? Eine Prise Salz. Salz. 100 Gramm fein gemahlene Mandeln. Fein gemahlene Mandeln. 210 Gramm Mehl. Mehl zum Formen. Man kann es für keinen. Ein Herz für euch und an den Michi. Drei Packungen Bourbon Vanillezucker oder nennt man es Bourbon Vanillezucker? Sagt es Kitty in den Kommentaren. Und eine ganze Menge Bourbon Vanillezucker oder Bourbon. Ich weiß auch nicht, lieber Michael. Liebe Zuschauerchen, schreibt es in die Kommentare, wie es wirklich heißt. Und zwei Esslöffel feiner Zucker. So, ich nehme jetzt einfach, dass der Teig ein bisschen feiner ist, nehme ich jetzt nicht Zucker, sondern Puderzucker für den Teig. Diese Kipferl klingen wirklich toll, Kitty. Ich hoffe, sie gelingen dir und ich hoffe, sie schmecken im Endeffekt gut. Ich wünsche dir tollen Backspaß. Top, die Wette gilt. Es ist keine Wette, aber sie gilt. Und fröhliche Feiertage, ja? Guten Rutsch. All die Glückwünsche für dich, Kitty. Ciao. Danke an Michael Buchinger, dass du mir geholfen hast bei diesem Rezept. Es war sehr schön, dass du mit dabei warst. Vielen Dank. Ich wünsche dir auch eine ganz schöne Adventszeit und ich hoffe auch, dass wir uns bald wiedersehen. Ich schicke dir viele Vanillekipferl-Grüße zu dir nach Wien. Ich hoffe, du kriegst auch so leckere Vanillekipferl irgendwo. Ansonsten schicke ich dir welche. Dann verkneten wir das alles, aber da der Teig, glaube ich, ein bisschen tückisch ist, machen wir das dieses Mal in der Knetmaschine. Anschließend knetet ihr den Teig nochmal so ein bisschen durch und formt dann Kugeln. Diese müsst ihr dann so 1-2 Stunden in den Kühlschrank legen, damit sie schön kühl werden und ein bisschen härter. Backofen auf 175 Grad vorheizen. So ist es schön. Mama, später wirst du dann dafür bezahlt, dass du die Kipferl jetzt machst und ich mache das Video. Komm, grinst mal schön in die Kamera. Diese Euphorie. Jetzt tu mir bitte nochmal erklären, warum du diese Kipferl genau so machst. Weil wenn die warm sind, dann brechen die leichter, wenn die so gebogen sind. Darum biege ich die nicht so. Genau, okay. Okay, also Leute, das sind wirklich die besten Kipferl, auch wenn sie ein bisschen lustig ausschauen. So macht man dann richtige Kipferl. Ganz schön machst du das. Sehr schön. Ich helfe dir gleich. Die Kipferl brauchen dann circa eine Viertelstunde, damit sie fertig sind. Schaut einfach am besten so ein bisschen drauf, dass sie eben so ein bisschen golden sind, aber eben nicht zu dunkel. Wälzt dann die noch warmen Vanillekipferl in dem Puderzucker-Vanillezucker-Gemisch. Aber seid vorsichtig, die brechen echt leicht auseinander. So, ihr Lieben, ja, das sind jetzt die fertigen Vanillekipferl. Also, schmecken wirklich richtig gut und sie schauen jetzt doch ganz gut aus. Hätte man ja gar nicht geglaubt, wenn man das gesehen hat, wie die davor aussahen. Ein Herz für euch und ja, gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und klickt auf Abonnieren, um ein Erdbärchen zu werden. Also, ihr Lieben, tschüdelü.